Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Elden Ring auf der Xbox Series X. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser brandneuen Ausgabe. Wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß und eine hoffentlich gute Unterhaltung, gerade auch an die neuen Zuschauer unter euch. Und ja, in der letzten Ausgabe, ja, haben wir uns weiter durch das Schloss durchgekämpft, nachdem wir aber auch einen kleinen Zwischenstopp gemacht haben, um herauszufinden, was mit Irina los ist. Kurz gesagt, für diejenigen, die ja die vorherige Folge nicht gesehen haben, für die werde ich das jetzt nicht spoilern, was das Ergebnis der ganzen Sache ist. Und das Witzige ist, Edgar ist irgendwie anscheinend auch verschwunden. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist, aber oh, der könnte vielleicht im Ort der Gnade sein. Okay, wisst ihr was, da reisen wir auch gleich mal hin einfach. Das könnte nämlich sein, dass er dann sich zum Ort der Gnade hier begeben hat. Ja, wäre ja auch theoretisch möglich, weil sonst sehe ich ja die Person ja eigentlich nicht, ne? Naja, gut. Jedenfalls haben wir uns ja dann anschließend so weit bis nach ganz hinten durchgekämpft. Wir sind jetzt theoretisch beim Bosskampf angekommen. Ich meine, klar, das sind jetzt noch Gegner, gegen die wir ja noch bekämpfen können, aber seien wir mal ehrlich, müssen wir jetzt nicht unbedingt, ja? Und da will ich jetzt anschließend sagen, wir gehen mal zur Tafel der Gnade, weil das ist mir jetzt doch spontan eingefallen, nachdem ich nicht wusste, wo Irina und, oder beziehungsweise wo Edgar sich befand. Und da habe ich ja komplett vergessen, dass er theoretisch beim Ort der Gnade sein könnte. Das habe ich ja komplett, also bei Tafel der Gnade, das hätte ich ja komplett außer Acht gelassen, dass er auch theoretisch hier sein kann. Ja. Können wir mal kurz ein Blick drauf werfen. Kolosseumkampf beginnen. Ah, okay, das ist vermutlich vom DLC. Okay, also darüber könnten wir den Kolosseumkampf starten. Ist jetzt für mich nicht so wichtig erstmal. Aber wieso ist die Vase hier kaputt? What the actual is going on here? Hier haben wir Roderica. Ja, können wir nehmen, müssen wir erstmal nicht. Na du? Ach, ja, dann zeig mal die Waffen, brauchen wir nicht. So, tschüss, danke, Arschloch. Ehrlich, er ist mir so unsympathisch. Aber gut, für sein Verhalten kann er auch nichts für. Ne, dass er ja so geworden ist, wie er ist. Aber stimmt ja, ey, das ist mir ja jetzt auch im Nachhinein eingefallen, als ich jetzt auf die Aufnahme gestartet habe, guckst du so im Tafel der Gnade. Ja, potenziell könnte er ja doch noch hier sein, ne? Naja, wobei man ja natürlich sich nicht sicher ist, wie er da hingekommen ist, aber ne, und sich durch diese ganzen Gegnerhorden durchgekämpft hat, aber von ihm hat man ja mittlerweile auch wieder keine Spur mehr, ne? Der ist ja auch nicht mal mehr auf der Karte oder so markiert, das heißt, er ist anscheinend verschwunden. Ich weiß auch nicht, wieso und wie das zustande gekommen ist, aber ja, müssen wir mal gucken. Ich hau's mal kurz mal hier überall einmal ab. Ja, das sind die zwei Finger, das ist mir eigentlich auch erstmal relativ latte. Dann können wir noch einmal kurz hier reingucken. Genau, da ist unser Priesterchen. Ja, Entschuldigung, ich wollte die Bücher hier nicht umwerfen. Na? Geiler Ritter. Vielleicht weiß er ein bisschen was. Ja, okay, dann nicht. Ich hatte gehofft, vielleicht gibt er uns da noch irgendwie was. Aber nö, tut er anscheinend auch nicht. So, die sind schon mittlerweile. Ey, ich schaffe es auch irgendwie immer hier diese ganzen Bücher hier kaputt zu machen, ne? Ist auch unfreiwillig. Also ich kann echt nichts dafür. Ja. Aber potenziell könnte Edgar tatsächlich hier sein. Also Rogier ist ja beispielsweise dort. Freut mich auch, dich wiederzusehen. Aber ich glaube, da ist er nicht. Okay, schade. Ne, das ist mir noch irgendwie in den Sinn gekommen, dass er da noch theoretisch hätte hier sein können.
Aber ist dem nicht so. Und auf der Karte ist er ja auch komischerweise gar nicht mehr markiert. Also das ist ziemlich eigenartig, wo er sich jetzt befindet. Aber vielleicht laufen wir ihm ja noch über den Weg irgendwo, hoffe ich mal. Weil mich wird schon doch sehr, sehr brennend interessieren, was es mit diesem Schwert von Morne auf sich hat. Ja, worüber er da so ein bisschen philosophiert hat. Ne, weil das könnte vielleicht doch ziemlich, ziemlich interessant werden für uns. Aber ich befürchte, dass wir ihn erstmal bis auf Weiteres nicht sehen werden. Aber gut, dann machen wir einfach mal weiter. Das ist mir, wie gesagt, halt ganz spontan eingefallen. Und das hätte man jetzt auch mal ruhig machen können, weil ich denke mal, ich gehe mal stark davon aus, dass der Bosskampf jetzt auch nicht so lange dauern wird. Seien wir ehrlich. Muss auch sagen, diese Hintergrundmusik zum Schloss ist halt auch schon sehr interessant gewählt. Oh, hoppla. So. Hier waren eigentlich nur diese Krabben gewesen. Also woher wir jetzt immer die Punkte bekommen haben, sei mal dahingestellt, ich weiß es nämlich nicht. Also ich würde mal erstmal spontan davon ausgehen, dass der Bosskampf, gegen den wir gleich kämpfen werden, nicht so lange dauern könnte. Aber ja, müssen wir mal gucken. Boah, vielleicht besiege ich einfach mal die Quallen, oder? Ich weiß es nicht, weil die... Die können aber uns vergiften. Nicht cool. Aber wer weiß, wenn wir die ganzen Quallen hier besiegen, ob dann irgendwas getriggert wird, wisst ihr? Also ich mache das jetzt einfach mal so, just for fun, um das mal auszuprobieren. Wir können uns ja gleich wieder zurückporten. Oh, ja, wir sollten da jetzt vielleicht nicht ins Meer fallen. Das wäre unser sicherer Tod mal wieder. Ja, aber wer weiß, vielleicht, wenn wir die Quallen erledigen, vielleicht geben sie uns ja irgendwie einen Hinweis oder sowas. Keine Ahnung. Kann ja alles Mögliche sein. Aber, nope. Ist dem auch nicht so. Komisch. Na gut, dann ist er vielleicht einfach da und dann ist es irgendwie per Zufall. Ja, dann lass uns mal zum Bosskampf aufbrechen. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Ja, gut, wir haben uns ja in der letzten Folge schon so ein bisschen gespoilert, was uns da erwartet. Ne, wir sehen ja denjenigen auch hier. Auch wenn er irgendwie ziemlich klein ausschaut, aber er könnte sehr, sehr gefährlich werden. Und da stellt mir so ein bisschen die Frage, wie gehe ich gegen diesen Kerl am effektivsten vor? Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung. Also gucken wir einfach mal, was uns da erwartet. Ich will ja mal mit der heiligen Uchi-Katana einfach mal gehen. Ja, und bei der Ausrüstung einfach bleiben. Guck mal, wir haben die Stahldrahtfackel. Die ist cool. Ach, das ist eine Spezialwaffe auch noch. Eine mit Metalldraht umwickelte Fackel. Ihre Flamme erhält nicht nur dunkle Orte, sondern ist auch gut für den Angriff. Ist schwerer als normale Fackeln, der glühende Draht verstärkt jedoch ihren Feuerschaden. Okay, und dann kann man quasi wie bei einer Kerze die Flamme halt ausbreiten. Das ist cool. Ja, wir haben ja auch ziemlich gute Gegenstände auch bekommen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir da jetzt komplett leer ausgehen. Ja, unter anderem haben wir hier natürlich die Peitsche bekommen. Die ist jetzt nicht so interessant für uns. Eisenbeil haben wir bekommen. Die ist okay. Ja, und ansonsten, ja, Claymore. Und ja, zu dieser Doppelklinge haben wir auch die Doppelkling-Talisman bekommen. Der, ja, von... Ach so, verstärkt den finalen Angriff von Angriffsketten. Ach so, dann hat er noch einen leicht anderen Effekt. Alles klar. Aber auch interessant hier, dass die paar Opferzweige getrennt sind. Okay.
Ja, gucken wir mal, was uns da erwartet. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht macht er uns einfach mal kaputt. Ich weiß es nicht. Aber sehen wir mal. Löwenartiges Scheusal. Okay. Okay. Krass. Okay, er ist ziemlich insane unterwegs. Er ist ziemlich insane unterwegs, der Kerl. Alles klar. Ach, ich habe vergessen, hier mein Dings auszulösen. Okay, das war unser Tod. Ja. Okay, die Doki. Ja, ich habe ja irgendwie komplett vergessen, dass ich da ja, meine Asche hier rufen kann. Kann ja mal passieren, ne? Also, es wäre jetzt kacke, wenn ich jetzt 15.000 Runen verlieren würde. Das wäre ziemlich blöd. Aber ja, ich habe es komplett vergessen. Das war ein ziemlich doofer Fehler von mir. Aber egal, nicht so schlimm. Dafür haben wir ja unsere Versuche. So. Kaiden, halt ihn auf für mich. Ich hole mir mal ganz kurz meine... Boah, ey. Der ist krass, ne? Der ist ziemlich heftig. Oh. Nice. Oh, Kacke. So, einmal kurz gegenheilen. Alles gut. Sehr schön. Jetzt sind wir ein bisschen kurz ungeschützt. Sehr gut. Und damit haben wir ihn. Boom! Großen Gegner zur Fall gebracht. Großschwert der Verpflanzung haben wir dafür bekommen. Nice. Ihr habt das löwenartige Scheusal besiegt. Cool, dafür, dass wir sogar einen Erfolg bekommen, ist ziemlich nice. Und dafür haben wir auch einen Ort der Gnade bekommen. Ah, und da ist auch Edgar wieder. Okay, alles klar. Aber ist das das Schwert, was wir von dem bekommen haben? Na, mal kurz gucken. ...162 Schaden. Das ist ein Riesenschwert, okay. 40 Stärke, das ist heftig. Das geschichtsträchtige Schwert der Rache von Schloss Morne, erfüllt von Zorn und Reue. Eine der legendären Waffen. Oh. Der letzte überlebende Held aus seinem längst vergangenen Land wollte niemals aufgeben und holte sich jedes einzelne Schwert eines ganzen Kriegerclans. Einzigartiges Talent, Racheschwur. Ihr schwört dem Großschwert, seinen Clan zu rächen, erhöht kurz sämtliche Attribute. Solange der Schwur aktiv ist, stärkt auch das Gleichgewicht. Alter, die Waffe ist ja mal mega. Schade, dass ich sie nicht benutzen kann. Aber es ist, glaube ich, nicht der Schwert, ne? Wonach wir suchen, oder? Also könnte vielleicht das Schwert sein, wovon Edgar gesprochen hat, aber ich habe so irgendwie das Gefühl... Klagengrab vom Morne, dass es das, glaube ich, nicht ist, oder? Ja, müssen wir mal dem Dude mal gleich fragen. Ja, das löwenartige Scheusal war ja doch ziemlich krass gewesen, auf jeden Fall. Aber auch einigermaßen handelbar. Also, wir hatten ihn auf jeden Fall zweimal umgestoßen gehabt, ne, wodurch wir auf jeden Fall gut Angriff bekommen haben. Also gut Möglichkeiten bekommen haben, da auf jeden Fall 2-3 Hits zu landen. Und so haben wir ihn auch eigentlich ganz gut bezwungen.
Das war's auch, ne? Und wir haben auch einen großen Gegner zu Fall gebracht. Also das ist ja auch eine schöne Sache. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das noch nicht vorbei ist, oder? Irgendwie bin ich hier total unschlüssig. Also irgendwie habe ich wirklich das Gefühl, wir sind noch nicht fertig mit der ganzen Geschichte. Naja, weil ich meine, wozu ist da halt ein Licht der Gnade eigentlich? Weil ich meine, gut, wenn wir den Bossgegner besiegt haben, dann wozu eigentlich müssten wir dann nochmal sowas starten? Weil ich glaube, und das ist so meine Vermutung, dass da nochmal ein Bosskampf kommen könnte, der uns nochmal deutlich mehr abverlangen wird. Das wäre ja jetzt so meine Vermutung. Ob die halt natürlich bewahrheitet, wird sich ja dann herausstellen. Aber es ist halt, wie gesagt, ein bisschen komisch, dass da halt ein Licht der Gnade existiert. Ne? Auch wenn das halt natürlich Klagegrab heißt. Ja. So viel zum Thema. Also, wenn das dann unser Bosskampf gewesen war, dann war es schon ein bisschen wack. Na gut, da ist Castellan Edgard, da können wir jetzt nämlich wieder hin. Und das ist jetzt natürlich die Frage. Natürlich die Frage, die aller Fragen mal wieder. Naja, haben wir jetzt die ganzen... Haben wir die ganzen Scheusale jetzt weggeschlagen oder nicht? Ich geh mal ganz kurz nach hinten. Achso. Okay, das war nur vom Wasser. Oh, hoppla. Okay, es sind schon wieder Halluzinationen, die ich durchlebe. Aber ja, ist okay. Okay, dann das heißt, wir haben das schon. Aufzug von Schloss Morne, da ist Castellan Edgar. Und hier haben wir... Oh, ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind noch nicht durch. Ich glaube, da kommt noch was. Ey, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass da noch mal was kommt. Ich glaube, vermutlich müssen wir jetzt mal mit Edgar mal sprechen. Und mal kurz Bericht erteilen, was da los ist. Aber ich für meinen Teil glaube, dass wir da noch nicht fertig sind. Aber witzig, dass da auch Edgar hier wieder da ist auf einmal, so aus dem Nichts gefühlt. Nee, das wird uns ja in den Tod führen. Apropos, stimmt, wir können ja Level aufsteigen. Ha, habe ich ja fast schon wieder vergessen. Bei dem ganzen Tumult. Ja, ich hatte ja gesagt, wir gehen jetzt mal auf die drei unnötigen Attribute Weisheit, Glaube und Arkanenergie. Dass wir da nochmal ein bisschen, ja, voranschreiten. Und dann gehen wir nochmal primär auf die Hauptattribute, hätte ich jetzt gesagt, ohne da jetzt groß was zu überlegen. Aber wir können ja mal gucken. Wir fahren jetzt mal hoch. Damit müssen wir theoretisch die ganzen Scheusale weggehauen haben, ne? Weil ich denke mal, dieses löwenartige Scheuser war ja so mehr oder weniger der Anführer gewesen des Ganzen. Und ich glaube, der war auch derjenige, der vermutlich dieses Schwert geführt hat, ne? Ach nee, was erzähle ich da? Die sind ja immer noch da. Oh Mann. Aber ey, immerhin ist Edgar hier oben. Das heißt, wir können es ja mal schon wieder durchboxen. Yay! Da freue ich mich sehr, wirklich. Ja, was machen wir denn? Eigentlich können wir ja schon wieder durchrennen, ne? Aber wie gesagt, irgendwie werde ich das Gefühl hier nicht los, dass es noch nicht vorbei ist. Scheiße. Hoppala. So. Einmal kurz hochklettern. Aua. Danke für den Hit. Aber egal, den Hit nehme ich mal im Kauf. Weil ich will nämlich zu Edgar unbedingt hin.
Find's auch geil, dass der da mit mir hochklettert, ne? So. Okay. So, jetzt kommen wir wieder zu dem Gebiet. Da sind jetzt wieder die zwei Greife. Ah, deiner hat sich ja schon freiwillig auf den Boden begeben. Cool. Vereinfacht mir die Arbeit ja auch nochmal enorm. Vielen Dank, Kollege. So, einmal Eisenbeil. Danke. Und... als ob ich ihn nicht treffe. So. So, ich denke mal, Edgar ist wahrscheinlich in der gleichen Stelle wie vorhin auch. Ich sag euch, ne? Ich bin mir zu 100% sicher, da kommt noch was. Ey, ihr könnt mir nicht erzählen, dass das schon alles gewesen war. Ich meine insbesondere, wenn das Licht der Gnade hier auf dem Punkt zeigt, dass da ein großer Gegner existiert. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Ich glaube, das wäre so einem Gegner da echt nicht gerecht gewesen. Au. Hey, konzentrier du dich mal auf deinen Kampf. Wow. So, Soldatenstulpen. Dankeschön. Er macht mir aber auch das Leben sehr einfach, ne? So. Ah, und da ist er auch schon wieder. Okay. Na, Edgar? Lange nicht gesehen, ne? Komisch, dass du irgendwie beim letzten Mal hier abgehauen bist vor mir, als ich dich gesucht habe. Aber, ja, ich habe dir eine traurige Botschaft hier mitzuteilen. Dafür mache ich jetzt extra die Facecam mal zu. Ja. I'm in your debt. Keeping the sword from those fallen creatures. Yep. No longer bound by duty. Yep. Once I've rescued Arena, I will spend my remaining days with her. Also ich will nichts sagen, ne, aber thanks to you, I will be reunited with Arena and devote my remaining days to her. Arena has a gentle nature though. I only hope it remains intact. Also ich will nichts sagen, aber sie ist tot. Hallo, was verstehst du nicht, dass sie tot ist? Du hast Irina nicht beschützt. Wärst du vorher zu ihr zurückgekehrt, dann wäre das alles hier nicht passiert. So traurig das auch klingen mag, aber es ist halt wirklich so. Aber gut, lassen wir mal glauben. Ja, ich könnte mir auch echt nicht erzählen, dass da, dass das schon fertig ist. Ja gut. Kehren wir mal zur Brücke des Opfers mal zurück. Weil da haben wir nämlich ihre Leiche entdeckt. So, und da werden wir vermutlich jetzt wieder Edgar sehen und er auf einmal so, oh mein Gott, nein, sie ist gestorben. Wie konnte das nur passieren? Ja, war doch klar. Ja, Edgar. Sie ist von uns gegangen. Arena. How could this be? My daughter deserved better. The fault lies with me. I chose duty over my daughter's safety. And that is how fate has answered. Ja, aber I'll find them. The foul wretches responsible for this. I'll hunt them down and exterminate every last one of them. Rest assured, Arena, it will be done. I'll find a foul. I'll hunt them, rest assured. Ja. Ist doch einfach geil, dass du einfach nur mal eingeblendet wird, sie ist tot. Einfach mal so richtig stumpf, so plupp. Und das war's auch schon. Können wir doch echt nicht erzählen, dass das alles gewesen war. Aber gut, Edgar hat es jetzt erfahren und ja,
Ist halt so, ne? Also, ich glaube, es ist wirklich jetzt so, dass wir mit dem Schloss durch sind, oder? Also irgendwie will ich das noch nicht wahrhaben, dass wir da eigentlich schon fertig sind. Ist halt ziemlich random einfach gewesen. Ja, aber jetzt geht es ja vermutlich auch herauszufinden, wer das Irina angetan hat. Na gut, wir gehen mal kurz zum Klagengrab. Weil, weiß ich nicht. Aber ich glaube, da ist halt wirklich nichts, ne? Oder wo ist Edgar? Ne, Edgar ist jetzt schon wieder verschwunden. Na gut, das heißt vermutlich werden wir Edgar jetzt erstmal für eine Weile nicht mehr wiedersehen. Ne, aber der hat uns ja immer noch das mit dem Schwert uns noch nicht vorenthalten. Wobei ich mir aber eigentlich mittlerweile auch nicht mehr sicher bin, ob das Schwert, was wir bekommen haben, das ist oder ob das dann doch vielleicht irgendwie was anderes ist. Ja, wisst ihr, was ich meine? Ob es dann nicht doch noch irgendwie eine andere Waffe gewesen wäre. Ich habe keine Ahnung, okay. Ja, auf jeden Fall ist es halt einfach ein bisschen bitter, was da der Frau passiert ist. Na, ich meine, ja. Aber gut, ist ja auch natürlich durch seine Fehlentscheidung geprägt, ne, dass er da jetzt nicht irgendwie vorher zu ihr zurückgekehrt ist. Aber auf der anderen Seite hätte ich mir dann wirklich die Frage gestellt, gut, wäre er jetzt irgendwie so sicher durchgekommen, wenn er gegen diese ganzen Scheusale und Co. gekämpft hätte? Ich glaube, da wäre er auch untergegangen. Also, das wäre jetzt wirklich eine Entscheidung gewesen, wo, ja, jede Entscheidung da irgendwie extrem große Konsequenzen mit sich gebracht hat. Okay, ich werde mal kurz mal was gucken, ja? Bei mir geht das schon ein bisschen gerade gegen den Strich, dass das noch alles, also dass es noch nicht alles gewesen war, wisst ihr? Hallo? Oh. Ich habe ganz schön viele Vollbildprojektoren an. Hoppala. So, ich werde mal kurz mal was nachschlagen, ne? Also eine kleine Sekunde. Ich werde mal kurz was gucken. Es kann doch echt nicht alles gewesen sein. Ich werde erstmal ausnahmsweise mal einen Blick in die Checkliste wagen. Normalerweise tue ich das dann erst, wenn ich ja, mit dem Gebiet eigentlich mehr oder weniger durch bin, was ja auch eigentlich der Fall ist, aber ja, das stimmt irgendwas nicht. Also es kann wirklich nicht alles gewesen sein. Ja. Okay. Wir sind auf jeden Fall noch nicht durch. Also ich gucke mir jetzt noch mal gerade eben die Liste an. Und wenn ich mir mal so angucke, welche Bossgegner es da quasi gibt, dann haben wir den ja schon bezwungen, den Todesvogel haben wir auch besiegt, den haben wir auch besiegt, der Erdtree-Avatar und so weiter und so fort, aber ich kann euch schon mal so viel sagen, wir haben tatsächlich noch einen Ort noch gar nicht entdeckt. Und das ist nämlich, wenn wir uns das mal kurz anschauen, das war aber auch irgendwie, ja, doof, dass es dass wir es halt nicht entdeckt haben. Und zwar soll angeblich hier noch irgendwas sein, als da einen Ort zu erkunden. Und das könnten wir tatsächlich beim nächsten Mal nochmal machen. Ich setze mir da auch schon mal eine Route. Weil da soll angeblich dann noch sich noch eine Höhle befinden, die wir da auf jeden Fall nochmal besuchen können. Und nee, das schien tatsächlich und der Bossgegner gewesen zu sein. Und ja, das Schwert, was wir bekommen haben, also diese besagte Klinge, das ist dann auch die
Waffe. Also Großschwert der Verpflanzung. Könnte auch glatt Godric gehören, ne? So, wenn man sich das durchliest. Aber dass er auch einfach sämtliche Attribute erhöht, ist schon ziemlich, ziemlich krass auf jeden Fall. Aber ne, dann war es wirklich dieses Schwert gewesen. Oder ich habe tatsächlich irgendwas übersehen. Nichtsdestotrotz will ich aber dennoch mal sagen, wir kehren einfach mal zur Tafel der Gnade zurück, weil vielleicht ist ja Edgar hier jetzt auf einmal. Könnte ja sein. nur um einfach mal kurz einen Blick drauf zu werfen. Aber wir haben ja keine Halbgötterseele bekommen. Also das ist auch sehr interessant, dass wir das noch nicht bekommen haben. Ich hatte persönlich damit gerechnet, dass wir da irgendwie nochmal so eine Seele bekommen, womit wir das irgendwie gegen irgendwas eintauschen können. Aber ist nämlich so. Wobei, wir können ja trotzdem mal gucken, ne? Weil vielleicht aufgrund dessen, dass wir da einer der Story-Gegner besiegt haben, also ich gehe mal davon aus, dass es zum Story gehört hat, könnten wir was bekommen? Nein. Okay, tatsächlich nicht. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Ja gut. Das war's. Also Edgar sehen wir vermutlich jetzt erstmal nicht wieder. Aber ich würde mal dennoch sagen, ja, dadurch, dass uns da noch ein Ort fehlt, was wir uns da auf jeden Fall nochmal anschauen sollten, nämlich dieser Ort, würde ich sagen, brechen wir einfach mal beim nächsten Mal noch auf. Und dann hätten wir eigentlich alles hier abgeschlossen, was es hier so gibt, gehe ich mal davon aus. Wobei ich immer noch, nee, mir noch nicht sicher bin, was es noch mit diesem Schwert auf sich hat. Also da bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher. Und ich denke mal, ja, für die eine oder andere Mission werden wir da auf jeden Fall in diese Insel zurückkehren. Aber bis es soweit ist, bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen dieser heutigen Ausgabe von Let's Play Elden Ring auf der Xbox Series X. Wenn euch die heutige Ausgabe gefallen haben sollte, dann lasst gerne eine Bewertung auf dieses Video da. Sei es ein Daumen nach oben oder einen netten Kommentar eurerseits, würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Ausgabe von Let's Play Elden Ring auf der Xbox Series X wieder. Habt einen schönen Tag bis dahin und haut rein!